Ja, ich war letzte Folge damit beschäftigt, schwere Grundlagen zu machen. Dafür müssen wir aber auch erstmal die Sachen dahin führen. Hier können wir Eisen hin. Dann haben wir hier die Kohle. Jetzt kann da rings. Jo, und dann geht hier wieder Eisen hin. Ich weiß zwar noch nicht, welche Eisenkette ich das benutze. Im Endeffekt, die untere geht gegen die obere, von daher nehmen wir dann einfach mal. Nur noch Kalkstein. Kalkstein haben nur diese Quellen da. Die leider voll übertaktet, 150 die Minute noch gibt. Hätten wir da hinten noch zwei, aber das ist auch voll übertaktet. Die verbrauchen ja gerade gar nichts. Betoniert auf gerade. Weißt du was? Ich schließe mich dem hier an. Mache das, aber mache dann demnächst Kalkstein nochmal hier. Für den Überblick nämlich. Warum? Ist das geändert und das noch da?
finden sollen. Dann bin ich jetzt auch mal gespannt. Inwiefern ich mich jetzt auch mit ihm vertan habe. So, dann machen wir noch schnell. So einen. Und dann ist es ein modularer Rahmen, der auch gar nicht weiterhin muss. Echt mal gespannt. Schrauben kriegt er schon mal, das ist gut. Und wir beobachten jetzt, ob alles klappt. Die verstärkten Platten sind das. Ne, das sind nicht die verstärkten Platten. Ah, die Stahlbetonträger sehen auch schon mal gut aus. Wir sehen eigentlich gar nicht gut aus mittlerweile. Müsste etwas mal gekommen sein. Bis jetzt sehe ich aber nur Schrauben. Stahlträger sind drin. Habe ich hier keinen Beton ausgewählt? Doch, Kalkstärker. Kalkstein kommt an. Stahl und Stahl kommt auch an. Arbeit aller der letzten zwei Folgen sehen wir dann jetzt hier. Kann man irgendwie hart ausblenden oder sowas? Schade. Ich mute mich jetzt und dann können wir uns jetzt schön in Ruhe angucken, wie die ganzen Sachen hier reinkommen und endlich die ersten schweren modularen Rahmen hergestellt werden. Danach kümmern wir uns um die adaptiven Steuereinheit und den modularen Motor. Und dann noch die Monorail und dann heißt es wieder warten, bis alles fertig ist. Und dann genießt meine Ruhe. Eure Ruhe. Ich merke nur gerade, die modularen Rahmen kommen nicht an. Und Schrauben fehlen hier. Stangen. So, dann genießt die Ruhe jetzt. Währenddessen das hier alles
vor sich hin werkelt. Ich versuche mal, das hart auszumachen. Ich sehe leider nicht, wie man es aushalten kann, aber nichtsdestotrotz wird jetzt alles hergestellt. Und sobald der erste Mond nach Rahmen ist, lasse ich euch mal ein bisschen hier gucken. Und dann sehen wir uns auch schon gleich wieder. Wobei ich mir sagen mache, ich glaube nicht, dass ein modulare Rahmen jetzt einfach hergestellt wird. Oh doch, der Fabrikator bewegt sich. Bewegt sich immer noch. Habe ich jetzt gerade das Ding gehabt in dem Moment, wo es rauskam? Nee. Und wenn es so langsam arbeitet, wird das nichts mit einer Minute zwei Stück. Wenn wir das vielleicht in einer Stunde zwei Stück. Stimmt, der produziert ja auch nur genauso viele, wie der auch produzieren soll. Und es gibt ja auch genug versteckte Platten und alles. So, wie ich jetzt gewartet habe, habe ich gerade eben gesehen, dass die Dings hier kommt. Das funktioniert also, das heißt, wir sehen uns gleich wieder da rein.